Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Täter oder Opfer? Hat Floristan Gödings Mandant seine Chefin vergewaltigt? Dieses Video nicht löschen. Ich werde die Polizei anrufen. Die werden vorbeikommen und das Video sicherstellen. Das ist ein Beweismittel. Ihre Aufgabe ist es, Herr Wagner, dass Sie die Frau Baumann zu einem Geständnis bringen. Seit 12 Jahren ist Tim Wagner mit seiner großen Liebe Marie verheiratet, mit der er 2 Kinder hat. Nur eine Sache fehlt dem Familienvater noch zum Glück. Der Werbegrafiker will zum Creative Director aufsteigen. Und gerade jetzt ist in seiner Firma der entsprechende Posten frei geworden. Hey Schatz, was ist denn los? Willst du nicht in Ruhe mit uns frühstücken? Nie mehr. Es ist ja erst kurz nach 7. Nee. Du, sei mir nicht böse, ich bin total nervös heute Morgen. Ich hab dir nachher den Termin beim Chef. Ich denke mal, das geht in diese freie Stelle als Creative Director. Ich will den Job unbedingt, ne? Ja, da drücke ich dir die Daumen. Du hast auf jeden Fall hart für diesen Job gearbeitet. Dein Chef, der wäre schön blöd, wenn er dich nicht nehmen würde. So, na mal, komm, wir machen uns jetzt fertig, ja? Schätze, du auch, ja? Schatz, guck mal hier. Das ist so der Moment, warum ich dich so liebe. Du hast das alles so in meinem Griff und du baust mich auf und ich liebe dich so. Ich melde mich, sobald ich was weiß, okay? Mach das. Ja? Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen. Toi, toi, toi. Danke, mein Schatz. Eigentlich muss er mir diesen Posten geben. Keiner meiner Kollegen hat so Gas gegeben wie ich. Allein die unzähligen Überstunden, was ich alles für andere übernommen habe, wenn die es zeitlich nicht geschafft haben. Und die vielen Ideen, die dann zum Auftrag führten, kamen auch von mir. Wen soll mein Chef also befördern, wenn nicht mich? Als der Werbegrafiker 40 Minuten später in der Agentur eintrifft, ist er guter Dinge. Heute wird Geschäftsführer Stefan Derbe verkünden, wer den freien Posten als Creative Director bekommt. Und Tim rechnet fest mit der Beförderung. 10 Jahre lang hat er auf diesen Moment hingearbeitet und alles gegeben. Endlich soll sein Einsatz belohnt werden. Freie Fahrt für freie Bürger, kommt rein. Good morning in the morning. Hallo, hallo. Sehr schön. Na, alles klar? Ja, freut mich. Hey, super. Hi, morgen. Chef. Hey, alles klar? Hier kannst du mal Segways besorgen, ne? Ja, und die Klingel dazu. Ne? So, setzt euch. Sehr schön, dass ihr da seid. Das Team ist vollzählig. Sehr gut, darauf kommt es an. Heute ist ein ganz besonderer Tag für unsere Agentur, für die wir alle arbeiten. Denn ich darf euch unseren neuen Creative Director vorstellen. Katja Baumann. Komm her, Katja, mach deinen Diener. Hallo, alles klar. Also, Katja Baumann ist mein Name, habt ihr gerade schon gehört. Und ich war bis vor kurzem noch bei der Agentur Berlin-Moskau. Und naja, jetzt bin ich bei euch. Welcome. Ja, komm. Danke, Stefan. So, um die Stimmung ein bisschen aufzulockern, ne, um ein bisschen locker Hallo, zu werden, greif zu. Fiona. Wir stoßen an. Ja, danke, bitte, Stefan. Bitte schön. Ja. Hallo, ich bin Bea. Greif zu. Herzlich willkommen, Bea. Das ist eine Überraschung. Willkommen, Katja. Danke. Hi. Grüß dich. Na? Nein, ist nichts okay. Ich bin stinksauer, ey. Ich arbeite seit 10 Jahren für diese Agentur. Und dann kommt der Chef und setzt uns hier eine von außerhalb vor die Nase, oder was? Ich kann es so gut verstehen. Ich meine, ich bin selbst überrascht, dass du den Job jetzt nicht bekommen hast. Tim, es tut mir total leid. Ist okay, danke. Ich muss jetzt erstmal raus. Ich komme gleich wieder, okay? Okay. Mann, ey. Scheiße. Nee, so habe ich mir den Tag nun wirklich nicht vorgestellt, ne? Ich hatte fest mit der Beförderung gerechnet. Und dann bekommt den Job auch noch ausgerechnet sie? Das kann doch alles kein Zufall sein. Noch vor seiner Ehe mit Marie war Tim kurz mit Katja Baumann zusammen. Dass nun ausgerechnet die 39-Jährige seine Vorgesetzte wird, passt dem Familienvater gar nicht in den Kram. Doch er versucht, die Fassung zu wahren. Jetzt kurz mal, ich meine das Logo, ne? Das geht irgendwie gar nicht, da muss ein bisschen... Tim, danke für den Einwand. Alles in Ordnung, um das Logo kümmern wir uns morgen. Also ich finde auch, das sollte absolut spritziger und moderner werden. Aber wie gesagt, heute reicht's, wir machen Feierabend, okay? Okay. Alles klar, gut. Und Tim, dich möchte ich gerne im Konferenzraum sprechen. Okay.
jetzt mal im Ernst. Was war das denn jetzt gerade? Ignorierst mich da, lässt mich da stehen wie so ein Arsch? Und von meinen Leuten oder was? Timit, stell dich nicht so an. Stell dich nicht so an. Ey, sowas gab's hier noch nie. Gehst du denn hier mit mir? Alles in Ordnung? Alles okay? Was ist los? Du hast doch angefangen. Tim, was hast du getan? Ich habe überhaupt nichts getan. Die ist total verrückt. Oh Gott. Ey, die ist nicht ganz sicher. Fiona, glaub ihr kein Wort. Ich habe ihr nichts getan. Oh, Tim, ich schwöre, dass wir Konsequenzen haben. Mir reicht's, ehrlich. Ich habe die Schnauze voll. Wir reden morgen darüber. Fiona, tu mir einen Gefallen und kümmere dich bitte um Katja. Nach dem Vorfall im Büro muss Tim erst einmal den Kopf frei bekommen und macht sich zu Fuß auf den Heimweg. Der 38-Jährige trifft erst 2 Stunden später als sonst zu Hause ein. Die Kinder sind längst im Bett. Nur Marie ist noch wach. Und? Erzähl, hat's mit der Beförderung geklappt? Nein, aber tut mir leid, ich hab dich noch gar nicht angerufen. Irgendwie war der ganze Tag total schräg heute. Was ist denn los? Du siehst total mitgenommen aus. Ich habe eine neue Vorgesetzte. Katja Baumann. Was soll ich sagen? Sie hat den Posten bekommen und ich bin leer ausgegangen. Ja, wie jetzt? Und hat dein Chef überhaupt nichts dazu gesagt? Nein, aber das ist jetzt auch nicht mehr so wichtig. Ich kann es ja eh nicht mehr ändern. Ich traue mich meiner Frau gar nicht zu sagen, was zwischen Katja und mir passiert ist. Ich bin so ein Idiot. Schatz, alles in Ordnung? Ja, alles okay, Schatz, ist okay. Hey du, das nächste Mal klappt's bestimmt mit der Beförderung. Ja, klar. Hey, was hast du da? Hast du dich da verletzt? Ach, das ist nichts. Ich habe in der Pause mit der Katze vom Hausmeister gespielt. Na, ist okay. Ich geh mal kurz. Ja, ich zieh mir schnell was an, okay? Oh Gott, das sieht schlimm aus. Schönen guten Tag, Breuer, mein Name. Von der Polizei Berlin ist der Herr Tim Wagner zu Hause. Mit dem müssten wir mal sprechen. Ja, mein Mann ist da. Wieso? Worum geht's denn? Frau Wagner, können wir das drinnen besprechen? Das müssen wir nicht auf dem Hausflur klären, ja? Ja, kommen Sie rein, ja? Wunderbar. Tim? Hier sind 2 Polizisten, die dich sprechen möchten. Ja, bitte. Schönen guten Tag, Herr Wagner. Ja. Ich würde Sie bitten, uns mal bitte zum Abschnitt zu begleiten, denn es liegt eine Strafanzeige gegen Sie vor wegen versuchter Vergewaltigung. Versuchte Vergewaltigung? Das kann nicht sein. Das muss ein Missverständnis sein. Katja, unsere neue Chefin, die hatte mich nach dem Meeting in ihr Büro gebeten. Und da ist die mir voll an die Wäsche. Die wollte mit mir schlafen. Und als ich mich gewehrt hatte, da fing die plötzlich an zu schreien wie eine Bekloppte. Ey, die ist nicht ganz dicht im Kopf. Das denkt die sich alles nur aus. Davon hast du mir gerade eben aber nichts erzählt. Also Entschuldigung, dass ich das unterbreche, aber könnten Sie das vielleicht noch herklären? Würden Sie uns jetzt bitte begleiten, denn Sie sind vorläufig festgenommen. Ich gehe davon aus, dass Sie keinen Widerstand leisten, oder? Nein, aber... Wunderbar, dann würden wir jetzt mit Ihnen zum Abschnitt fahren und alles Weitere dort erledigen, ja? Okay, Schatz, du glaubst mir noch, oder? Ja, natürlich, mach dir keine Sorgen, ich rufe unseren Anwalt an. Okay, ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, dass ich unschuldig bin. Katja ist so eine falsche Schlange. Ich hätte nie von ihr gedacht, dass sie so verrückt und eiskalt sein kann. Just 19, auch im Verhör mit Kommissar Lutz Weinberg beteuert Tim seine Unschuld. Laut des Werbegrafikers hat seine neue Chefin versucht, ihn zu verführen und dann plötzlich losgeschrien. Anwalt Florestan Gödings wird dem Familienvater juristisch beistehen. Guten Tag. Ex-Anwalt Gödings, hallo. Weinberg, mein Name. Grüß Sie. Herr Wagner, hallo, wie geht's Ihnen? Ja, den Umständen entsprechend. Ja, kann ich vielleicht ganz kurz mit meinem Mandanten durch die Augen sprechen? Herr Gödings, das ist nicht nötig. Ich habe nichts zu verbergen. Ganz im Gegenteil, ich schwöre, dass ich unschuldig bin. Ich habe nicht versucht, Katja Baumann zu vergewaltigen. Sie war diejenige, die über mich hergefallen ist und sie wollte mir die Klamotten vom Leib reißen. Ja, welchen Grund sollte Frau Baumann denn haben, Sie fälschlicherweise einer versuchten Vergewaltigung zu bezichtigen? Verstehe ich nicht. Was weiß denn ich? Müssen Sie das schon selber fragen. Ich habe da keine Ahnung, warum sie hier plötzlich so drauf war. Ich meine, ich wäre doch schön blöd, wenn ich mich an meiner Vorgesetzten vergreifen würde. Ich setze doch nicht meine Ehe und gleichzeitig auch noch meinen Job aufs Spiel. Herr Wagner, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann war das Frau Baumann, die versucht hat, Sie zum Sex zu nötigen. Jetzt erzählen Sie doch mal, wie war denn das von Anfang an? Also, wie gesagt, meine neue Vorgesetzte, die Katja Baumann, von der wir hier die ganze Zeit reden, hatte mich nach einem Meeting zu sich da in den Konferenzraum da gebeten. Und
Ja, kaum waren wir alleine, da ist sie plötzlich hat sie sich mir an den Hals geworfen. Und sie hat versucht, mir die Klamotten vom Leib zu reißen. Und sie war diejenige, die mehr von mir wollte. Was meinen Sie denn mit mehr? Jetzt, sie wollte Sex. Was denken Sie denn? Aber ich habe ihr klargemacht, dass ich das nicht will und dass ich glücklich verheiratet bin. Und da fing die plötzlich an zu weinen und wurde völlig hysterisch. Tja, aber wie erklären Sie mir denn, dass Frau Baumann blaue Flecke an den Armen, am Rücken hat, sogar eine Wunde an der Stirn? Frau Baumann hat ausgesagt, dass sie sich heftig gegen Sie zur Wehr setzen musste. Herr Wagner, Sie waren bereits in der kriminaltechnischen Untersuchung. Und die Kollegen haben festgestellt, dass Sie eine Kratzwunde am Arm haben. Ist das richtig? Ja, ich habe eine Kratzwunde am Arm. Aber das ist dadurch passiert, weil ich mich gegen Sie wehren musste. Dadurch ist das passiert. Ich musste mich gegen Ihre Annäherungsversuche wehren und nicht umgekehrt. Wir haben eine Zeugin, Herr Wagner. Und die hat ausgesagt, dass Sie Frau Baumann völlig aufgelöst, am Boden zerstört, vorgefunden hat in Ihrem Büro, als sie Schreie gehört hat. Wie erklären Sie mir das? Was weiß ich denn? Vielleicht ist sie eine gute Schauspielerin oder so. Keine Ahnung. Frau Baumann hat auch ausgesagt, dass sie große Angst vor Ihnen gehabt hat. Sie wären wütend gewesen, total frustriert. Angeblich hat man Sie bei irgendeiner Beförderungsfrage irgendwie komplett übergangen. Ist das richtig? Ja, ich gebe ja zu, dass ich auf eine Beförderung gehofft hatte. Ja, ich war sauer, dass Katja den Job bekommen hat. Aber deswegen versuche ich doch nicht, sie zu vergewaltigen. Also ich finde das auch ein bisschen weit hergeholt, zumal kann sich das auch ganz anders zugetragen haben. Ich meine, dass die Frau Baumann aussagt, dass sie Angst vor Herrn Wagner hat und dann zitiert sie ihn doch unter vier Augen in dem Meetingraum, das hört sich doch überhaupt nicht plausibel an, kann doch ausgedacht sein. Also für mich spricht einfach viel zu viel gegen sie. Und die Auswertung möglicher DNA-Spuren steht auch noch aus. Ich habe gerade mit dem Staatsanwalt telefoniert und der will morgen früh beim Haftrichter einen Haftbefehl gegen sie beantragen. Sollte dieser stattgegeben werden und erlassen werden, müssen Sie in Untersuchungshaft. Moment mal, steht doch Aussage gegen Aussage. Sie sind vorläufig festgenommen. Was das aber ist, das kann man nicht. Und der Vorführungstermin beim Haftrichter ist morgen früh, wie ich schon gesagt habe. Sexualdelikte sind eine heikle Angelegenheit. Hier die Wahrheit herauszufinden, das wird nicht einfach. Mein derzeitiger Kenntnisstand ist, dass sich hier DNA-Spuren von Frau Baumann an Herrn Wagner befinden. Das ist auch klar, weil die sich so nahe gekommen sind. Und auch unter den Fingernägeln von Frau Baumann sind DNA-Spuren von Herrn Wagner. Morgen früh werde ich auf alle Fälle versuchen, dass Herr Wagner nicht in U-Haft kommt. Und ich werde mir auch ein besseres Bild von der Frau Baumann machen, um ihre Glaubwürdigkeit einschätzen zu können. My face above the water. Gleich am nächsten Morgen macht sich Rechtsanwalt Florestan Gödings auf den Weg zur Werbeagentur, um das Opfer Katja Baumann persönlich kennenzulernen. Trotz guter Argumente konnte der Anwalt nicht verhindern, dass Tim in Untersuchungshaft muss. Umso wichtiger ist es jetzt, so schnell wie möglich die Wahrheit herauszufinden. Was wollen Sie von mir? Tim soll mich einfach in Ruhe lassen. Dieses Schwein hat mich fast vergewaltigt. Tja, Sie können sich natürlich vorstellen, dass Herr Wagner das Ganze natürlich irgendwie auch anders geschildert hat. Und jetzt wollte ich halt mal fragen, wie sich die Geschehnisse aus Ihrer Sicht so ein bisschen zugetragen haben. Es fällt mir aber nicht gerade leicht, darüber zu sprechen. Gestern war ja mein erster Arbeitstag und ich habe sofort gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, dass Tim komisch ist und ich weiß nicht, ich hatte so ein Gefühl, dass er mich wiederhaben will. Was meinen Sie denn jetzt mit wiederhaben? Ich meine, kennen Sie sich jetzt schon länger? Na klar, wir kennen uns seit 15 Jahren. Warum wissen Sie das nicht? Sie sind doch sein Anwalt. Ja, ich bin zwar sein Anwalt, aber ich meine, er erzählt mir natürlich auch nicht alles. Aber vielleicht können Sie das ja ein bisschen ausführen. Wie war denn das früher? Ja, Tim und ich waren vor 15 Jahren ein Paar. Als wir in Hamburg an der Uni studiert haben. Das heißt, Sie kennen sich seit der Uni? Ja, klar. Tim war damals unsterblich in mich verliebt und meine Güte, ich war Mitte 20. Ich wollte noch was vom Leben haben. Ich wollte Spaß haben. Und er wollte heiraten, Kinder. Gut, das heißt, Sie haben sich also vor 15 Jahren getrennt. Ja, klar, spätestens nachdem er mir einen Heiratsantrag gemacht hat. Er war echt super sauer und das hat er mir, glaube ich, bis heute noch nicht verziehen. Er hat mich dann auch noch wochenlang gestalkt und jetzt fängt der Albtraum schon wieder an. Ich meine, das heißt, Frau Baumann, Sie wollen hier tatsächlich sagen, dass Sie sich seit 15 Jahren nicht gesehen haben und dass es reiner Zufall ist, dass der Herr Wagner ja auch hier arbeitet.
Ja, ist es. Ich hab gleich gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann habe ich Tim halt zum Gespräch gebeten und... in den Konferenzraum und... Er hat gleich versucht, mich zu küssen und ist über mich hergefallen. Und bitte glauben Sie mich, ich habe Nein gesagt. Ich habe um Hilfe geschrien. Tja, Frau Baumann, so schwierig die Situation natürlich auch ist, aber Sie können sich ja vorstellen, dass mein Mandant der Wagner die Geschehnisse natürlich anders darstellt. Ja, klar stellt er die anders dar. Was soll er denn noch machen? Hätte ich gewusst, dass Tim mir arbeitet, hätte ich mich doch niemals hier beworben. Und wissen Sie was? Richten Sie Tim aus, dass er hier nie, nie wieder aufkreuzen soll. Ich werde dafür sorgen, dass er entlassen wird. Gut, Frau Baumann, auch das steht noch auf dem anderen Papier. Trotzdem, schönen Tag für Sie. Ja, danke. Ich habe zwei völlig konträre Aussagen gehört, was an dem Tattag angeblich passiert sein soll. Und jede Aussage kann für sich gesehen so passiert sein. Das heißt, ich kann mich jetzt eigentlich nur auf meine Erfahrung und mich auf mein Gefühl verlassen. Und mein Gefühl sagt mir, dass die Variante von Herrn Wagner stimmen dürfte. Allerdings bleibt noch eine Frage offen, nämlich warum hat er mir nichts davon erzählt, dass er Frau Baumann schon seit 15 Jahren kennt? Denn diesbezüglich hat Frau Baumann sicherlich nicht gelogen. Um herauszufinden, warum Katja Baumann den Job gewechselt und in Tims Firma angefangen hat, will Floristan Gödings noch am selben Tag mit ihrem alten Arbeitgeber sprechen. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, Rechtsanwalt Gödings, hallo. Ich bin auf der Suche nach einer Katja Baumann. Die arbeitet doch hier. Ja, es tut mir leid, die arbeitet hier nicht mehr. Sie hat ganz kurzfristig gekündigt, also vor 3 Monaten. Ganz unerwartet für uns alle. Worum geht's denn? Ja, das ist eine Bekannte von einem Mandanten von mir. Ich kann Ihnen jetzt leider auch nicht zu viel sagen. Allerdings gibt es wohl einen Rechtsstreit. Jetzt wollte ich mal fragen, können Sie mir vielleicht mitteilen, warum die Frau Baumann gekündigt hat? Ja, das wüsste ich auch sehr gerne, weil sie war ja schließlich 8 Jahre in der Agentur. Und dann fuhr sie vor 3 Monaten nach Düsseldorf zum Werbekongress und sofort nach ihrer Rückkehr kündigte sie. Das heißt also quasi nach dem Kongress die unmittelbare Kündigung? Ja, Sie haben Ihre Schweigepflicht, ich habe meine. Mehr möchte ich Ihnen jetzt auch gar nicht weiter sagen. Trotzdem vielen Dank, haben Sie mir sehr geholfen. Sehr schönen Tag noch, danke. Ja, genau. Also mich würde schon interessieren, was da genau auf dem Kongress passiert ist. Ich meine, immerhin hat die Frau Baumann ihren Job gekündigt. Deswegen, vielleicht war auch Herr Tim Wagner auf diesem Kongress. Man weiß es nicht, aber es scheint wichtig zu sein. Jetzt ist es allerdings zu spät, Herrn Wagner nach weiteren Details zu fragen. Aber ich werde mich mal mit seiner Frau unterhalten. Vielleicht kann die mir meine Fragen beantworten. Floristan Gödings vermutet, dass die Vergewaltigungsvorwürfe mit dem Düsseldorfer Kongress in Zusammenhang stehen. Um zu klären, ob sein Mandant wirklich auf der Tagung war, stattet der Anwalt Tims Ehefrau Marie noch am selben Abend einen Besuch an. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Tim wegen versuchter Vergewaltigung in Untersuchungshaft sitzt. Ich meine, der würde doch sowas nie machen. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Wann kann er zum Beispiel nach Hause? Also wir haben in den nächsten Tagen einen Termin beim Haftrichter und er wird sich eben herausstellen, ob er nach Hause kann oder ob er weiterhin in Untersuchungshaft bleiben muss. Aber bis dahin würde ich gerne ein paar mehr Informationen haben über das Verhältnis zwischen Ihrem Mann und der Frau Baumann. Was für ein Verhältnis? Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Naja, dann werde ich mal ein bisschen konkreter. War Ihr Mann vor ungefähr 3 Monaten in Düsseldorf auf so einem Werbekongress? Ja, war er. Der Kongress, der ging irgendwie um 2 Tage so rum. Warum? Tja, sehen Sie, die Frau Baumann, die war auch da. Und nicht nur das, die kennen sich noch deutlich länger, nämlich schon seit der Universität. Moment, das will ich jetzt aber genauer wissen. Hier in dem Karton, da war Tim alte Erinnerungen, auch wichtige Erinnerungen. Ich habe hier noch nie reingeschaut, aber jetzt will ich wissen, was hier gespielt wird. Mhm. Seht ihr das? Ist das diese Katja? Tja, das ist ein Jung. Wieso belügt er mich andauernd? Ich meine, warum hat er mir nicht erzählt, dass er seine Ex-Freundin auf dem Kongress wiedergesehen hat? Und gestern, als er von Arbeit kam, hat er mir auch nicht erzählt, dass er mit ihrem Büro Stress hatte. Sehen Sie, Frau Wagner, das sind sehr gute Fragen und die werde ich Ihrem Mann auch stellen. Machen wir es doch einfach so, sobald ich Informationen habe, dann melde ich mich wieder bei Ihnen, ja? Ja. Und bis dahin Kopf hoch. Das kriegen Sie schon hin, ja? Ich finde es selber aus. Danke.
ich zeig dir nur die weiße Spitze, die gute Seite rein und klar.